Bodenschätze waren schon immer ein fester Bestandteil der Siedlerreihe, aber ab dem dritten Teil gab es erstmals welche, die nicht für jedes Volk nutzbar waren. Das führte zu ein paar seltsamen Konstellationen, aber auch zu einem Rohstoff, der einfach nicht ins etablierte Gefüge passen wollte: Schwefel. Das ergibt auch insofern Sinn, dass die offensichtlichen Anwendungszwecke für die mehrheitlich antiken Völker der Reihe nicht in Frage kamen, aber auch bei den jüngeren Ausreißern, den Wikingern und Maya, sah es nicht besser aus. Dieses Experiment führte Siedler 4 zu noch komischeren Entscheidungen und die eine Chance, die es gab, Schwefel zumindest für ein Volk fest zu integrieren, ließ man liegen. Gehen wir die Geschichte und die verpassten Chancen dieses Rohstoffs, der inzwischen mehr ein Meme ist, einmal durch. Nach Siedler 2 entschied man sich für den dritten Teil, die Anzahl der Bodenschätze von 4 auf 5 zu erhöhen. Granit flog dabei raus, vermutlich auch einen Stein als limitierenden Faktor etablieren wollte. Dazu kamen Edelsteine und Schwefel, die beide zunächst nur für ein Volk nutzbar waren. Ich habe so meine Probleme mit Edelsteinen, unter anderem weil sie für die Ägypter als strikt besseres Gold fungieren, das nicht mal verarbeitet werden muss. Meiner Meinung nach hätte zumindest die Lieblingsnahrung der Mine geändert werden müssen, um Gold und Edelsteine sinnvoll zu differenzieren. Da die Ägypter Fisch zu Fleisch als Zauber haben, wäre Fleisch als Lieblingsnahrung vielleicht für sie sogar trotzdem machbar gewesen, auch wenn es Edelsteine natürlich als frühe Kampfkraftwelle geschwächt hätte. Alternativ hätte man auch Bier nehmen können, was dazu gepasst hätte, dass die Schwefelmine der Asiaten Reis haben will. Die Möglichkeit zur frühen Steigerung der Kampfkraft hätte aber auch über Golderz laufen können. Nichtsdestotrotz kamen von den beiden neuen Rohstoffen die Edelsteine deutlich besser weg. Schwefel dagegen hatte nur einen einzigen Zweck: die Herstellung von Schießpulver für die Kanonen der Asiaten. Der Einsatz von Kanonen durch die Chinesen dieser Ära ist zwar auch anachronistisch, aber sie waren in der Tat die ersten, die Schießpulver hergestellt haben, wenn auch nicht für militärische Zwecke. Wenn es also ein Volk gab, wo es passte, war es dieses. Aber auch wenn Kriegsmaschinen in S3 nicht so komplett lost waren wie im Nachfolger, finde ich es seltsam, dass für diesen einen Zweck ein kompletter Bodenschatz eingebaut wurde, der für alle anderen Völker nutzlos war. Der spielerisch realistischste Verwendungszweck für Schwefel kam ausgerechnet von den Amazonen in ihrem Add-on. Diese besaßen ein bis heute einzigartiges Gebäude mit gleich zwei simultanen Outputs, das Laboratorium, wo Schwefel mit Edelsteinen kombiniert werden konnte, um Eisen- und Goldbarren zu produzieren. Und das auch noch mit einem unfassbar großzügigen Output pro Arbeitsvorgang. Daneben ist es erstaunlich, dass man die Köhlerei offenbar für overpowered hielt. Für ein Volk wie dieses ergab Alchemie definitiv Sinn, und doch ist es bezeichnend, dass der spannendste Verwendungszweck dieser beiden Rohstoffe darin bestand, sie in völlig andere umzuwandeln. Hier finde ich es auch völlig legitim, dass Gold- und Edelsteinmine die gleiche Lieblingsnahrung verlangen, da sie nicht mehr den gleichen Zweck erfüllen und die Edelsteine ebenso wie Golderz auch zunächst einen Verarbeitungsschritt durchlaufen müssen. Während der Entwicklung von Siedler 4 entschied man dann, Granit als Steinquelle fürs Late Game zurückzubringen. Und scheinbar hieß das auch, dass ein anderer Bodenschatz weichen musste. Ob das wirklich eine Game Design Entscheidung war oder es aus technischen Gründen angesichts des enormen Zeitdrucks bei der Entwicklung einfach leichter war, bei 5 Bodenschätzen plus Fischen, die technisch praktisch genauso funktionieren, zu bleiben, weiß ich nicht. Kohle, Gold und Eisen mussten natürlich bleiben, auch wenn letzteres im vierten Teil dank des neuen Rekrutierungssystems deutlich abgewertet wurde. Aber selbst wenn wir davon ausgehen, dass es technisch bedingt war, wer würde eurer Meinung nach gewinnen? Der Rohstoff mit einem realistischen Use Case bei immerhin der Hälfte der spielbaren Völker, der noch dazu glaubhaft für alle Völker erweitert werden könnte? Oder Schwefel? Ich verstehe beim besten Willen nicht, wie die Entscheidung für Siedler 4 ausgerechnet auf Schwefel fallen konnte, selbst mit der veränderten Kampfkraftberechnung. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass diese Entscheidung getroffen wurde, bevor die Völker feststanden. Für die Römer und Wikinger gab es keinen offensichtlichen Verwendungszweck, mitunter weil letztere viele Mechaniken der Amazonen wiederverwendeten und dazu sogar eine magiebasierte Kriegsmaschine bekamen. Die hätte man aber vielleicht den Maya geben sollen. Auch ohne mein Video über die historische Genauigkeit dieses Volkes muss ich euch hoffentlich nicht sagen, wie anachronistisch der Feuerspeier ist. Man wusste mit Schwefel ganz offensichtlich nichts anzufangen, außer ihn als Narrengold auf Karten zu platzieren, wo ihn kein Volk nutzen kann. Ohne den Feuerspeier hätte Schwefel keinerlei Verwendungszweck, und selbst den muss das Missionsdesign schon gezielt erzwingen, was aber auch nur bedingt funktioniert hat, weil so Dinge wie die Piratenschiffe in Mission 9 unbegrenzt nachspawnen und ein offener Kampf mit ihnen dadurch sinnlos ist. Selbst wenn Edelsteine wieder nur für ein Volk, vermutlich die Mayas als Ägypter-Gegenstück, nützlich gewesen wären, wäre das sinnvoller gewesen. Aber auch abseits der Kampfkraftberechnung, die S4 ja eh anders löste, hätte es für alle Völker glaubhafte Verwendungszwecke gegeben. Neben dem Einsatz als Handelsware in Script-Events, für die Schwefel übrigens gerne mal herhält, eben weil es keinen anderen Zweck hat, hätte man Edelsteine auch an Magie knüpfen können, deren Brauchbarkeit in S4 ja ebenfalls drastisch runterskaliert wurde. Aber eine Chance hatten die Entwickler noch, Schwefel im Nachgang zumindest für ein Volk fest zu integrieren. Die Trojaner wurden von einem studierten Maschinenbauingenieur entworfen und dementsprechend als vergleichsweise technologisch fortschrittlich dargestellt.
Da wir hier ohnehin die legendären homerischen Trojaner vor uns haben, hatte man auch durchaus eine gewisse Freiheit. Als Kriegsmaschine bekamen sie die Balliste samt Explosivpfeilen, also eine teurere Version der Maya-Kriegsmaschine. Und für ihre Spezialeinheit bekamen sie den Rucksackkatapultisten, die es irgendwie schafften, Steinen einen absurd großen Flächenschaden zu geben. Versteht mich nicht falsch, Steinschleudern sind durchaus gefährliche und tödliche Waffen. Aber mit ein paar Änderungen hätte man die Trojaner wirklich zum Schwefelvolk machen können, noch über ihre Fähigkeit, Schwefel in Eisen zu verwandeln, hinaus. Was auch im Großen und Ganzen gar nicht so nützlich ist, da Eisen selten den Flaschenhals bei der Soldatenproduktion darstellt. Alles, was wirklich nötig war, war die Idee, dass die Trojaner eine Version des griechischen Feuers kannten. Dann hätte man das Rucksackkatapult von der Waffenschmiede ins Pulverhaus verlegen können und hätte eine Spezialeinheit gehabt, die kein Eisen, aber dafür Schwefel zur Produktion erfordert. Zwei Rohstoffe, die implizit durch die Lieblingsnahrung ihrer Minen ohnehin schon als gleichwertig dargestellt werden. Das wäre auch ein guter Anlass gewesen, den Umwandlungszauber so zu erweitern, dass er in beide Richtungen funktionieren kann. Dann hätten die Trojaner Schwefel und Eisen nach Bedarf gegeneinander tauschen können und die anderen Völker hätten zumindest ein neues Griefing-Tool gehabt. Schwefel ist wirklich kein einfacher Rohstoff, wenn es um eine sinnvolle Integration in diese Spiele geht. Selbst in Erbe der Könige war sein primärer Zweck letztendlich die Wettermanipulation und nur in zweiter Linie der Bau von Kanonen. Aber die Chancen waren da. Den Output des trojanischen Pulverhauses zu ändern wäre an sich nicht mal schwierig, aber ein wählbarer Output und die konsequente Entfernung des Rucksackkatapults aus der Schmiede ist leider nicht so trivial zu machen. So ist das Schwefelproblem ein weiteres Beispiel dafür, wie S4 seine eigenen Entscheidungen nicht konsequent durchgezogen hat.